Ja, und jetzt sind wir eigentlich schon beim Lackieren, beziehungsweise habe ich jetzt festgestellt, ja, man könnte ja eigentlich dieses Teil da, dieses eine kleine Teil, diese Rückenlehne, die könnte man eigentlich schon hinkleben, weil man da, das kann man im Endeffekt dann lackieren so. Also da sehe ich jetzt da kein Problem, dass man dann nachher nicht mehr irgendwo hinkommt. Von dem her haben wir gedacht, können wir das jetzt im Vorfeld da noch ankleben. Da würde ich jetzt mein MEK-Kleber dafür nehmen. Der geht auch am schnellsten. Mein Pinsel ein bisschen den aufweichen. So, dann nehme ich jetzt mal das Teil. Da jetzt mal da ein bisschen an Kleber drauf. Halten wir das Teil da drauf. So, das war's schon. Den kann man dann, den Pinsel muss man nicht unbedingt auswaschen. Also wenn man den, deswegen nehme ich den eigentlich nur für den Kleber her. Und dann hält man den eigentlich nachher wieder, wenn man den wieder braucht, ein paar Sekunden rein und dann weicht er wieder auf und man kann ihn wieder zum Kleben verwenden. Ja, jetzt habe ich hier meine Farben und meine Verdünnung. Ja, wurde ja jetzt schon darauf hingewiesen, dass diese AK-Farben irgendwo vielleicht mehr der Realität entsprechen. Ja, weil irgendwelche Wichtigen da das rausgefunden haben und sonst irgendwas. Das kann gut sein, aber für dieses Mal habe ich mich dafür entschieden, das Ganze nochmal mit den Mr. Hobby-Farben zu machen, weil, das hat einen ganz einfachen Grund, ich habe das mehr oder weniger versäumt, mir zu diesem RLM 66 noch ein entsprechendes AK-Weiß dazu zu besorgen, weil ich ja Stellen aufhelle. Und dafür brauche ich dann das Weiß, das da dazu passt. Könnte jetzt hier für Mr. Hobby, könnte ich auch das Tamiya-Weiß verwenden, das habe ich auch hier, aber in dem Fall mache ich es jetzt dann nachher einfach mal mit dem Mr. Hobby-Weiß. Aber als erstes werde ich diese Bereiche mal mit RLM 66 lackieren in der Grundform. Also es ist schon ein bisschen was drin. Jetzt nehme ich da, ich habe da dann auch immer so einen alten Schwamm, da wo dann meine Umrührer drin stecken. Ganz praktisch, weil wenn ich jetzt da umgerührt habe und damit fertig bin, dann kann ich den dann nachher wieder reinstecken, ohne dass der mir irgendwas versaut oder dass ich da irgendwie, dass der irgendwo auffliegt oder sowas, ne? Das ist halt bei diesen Farben natürlich wichtig, dass man die gut aufrührt, damit sich die Pigmente gut vermischen können, damit alles gleichmäßig ist. Ja, dann habe ich hier meine berühmten Schnapsgläser, Plastik-Schnapsgläser. An der Stelle sei erwähnt, da muss man darauf achten, dass man Schnapsgläser hat. Da gibt es welche, die haben da unten so einen Rand. Die habe ich auch da, weil ich die anderen mal nicht bekommen habe. Mal hier zum Vergleich, da sieht man es, die haben da so einen kleinen Absatz drin. Jetzt, wenn ich da unten umrühren möchte, dann sieht es, dann bleibt man da die ganze Zeit hängen. Ja, kann natürlich jammern auf hohem Niveau sein, ist mir schon klar. Aber ich möchte es gern halt einfach so, ja, problemlos wie möglich haben und deswegen habe ich mir da die anderen wieder besorgt. Die gibt es da für 1 Euro bei uns, bei so einem Billigheimer da, bei so einem. Ging's da irgendwo im 20er Pack oder so. Ja. Um die ganze Farbe da rauszuholen, habe ich jetzt hier mal so eine Pipette. Ja. Und mein Ziel ist es, diese Farbe in immer mal neige und dann wieder aufziehen. Ich möchte gern
1 zu 1 mischen. Also jetzt habe ich da mal, wie viel hatte ich da jetzt ungefähr? Ja, ein bisschen was über 2 Milliliter. Das wird für diese bisschen Teile da auf jeden Fall reichen. Und zum Aufhellen dann nachher wahrscheinlich auch. Also, das ist ziemlich sicher, ne? So, was mache ich jetzt mit diesem Teil? Jetzt ist es ja relativ eingesaut. Erstmal ein Tuch und wische da vorne das Schnäuzlein ab, so gut wie es geht. Und jetzt habe ich hier zwei verschiedenste Nitro-Verdünnungen. Die eine ist schon mal ziemlich dreckig, das habe ich mir dann auch drauf geschrieben. Dann schüttelt man das da ein bisschen. Ups, der spritzt ein bisschen. Und jetzt habe ich schon mal, jetzt ist es natürlich schon mal ein bisschen sauberer. Das Gröbste ist raus. Dann kann ich da wegstellen. Dann nehmen wir die. Hoppala, nein, nicht umfallen. So ist es bei mir. Die sauberere Nitro. Und dann wir das Ganze nochmal spülen. Wie man sehen kann, jetzt ist sie wieder sauber. Jetzt kann ich die wieder für andere Farben, vielleicht jetzt nicht unbedingt für weiß hernehmen, aber ja. Im Normalfall habe ich jetzt hier, wenn ich die Nitro aufmache, habe ich da mehr Absaugung an, habe ich jetzt nicht gemacht, weil damit ihr was hört, was ich hier erzähle. Und ja, kann man mal machen, mache ich aber nicht allzu oft. Und jetzt hole ich mir hier von der Verdünnung, hole ich mir jetzt auch ungefähr 2 Milliliter raus. Weil, wie gesagt, ich möchte es 50-50 verdünnt haben. Das klappt bei den Mr. Hobby Farben ganz gut. So, jetzt rühre ich mit diesem Stäbchen, rühre ich jetzt um und den Farbbecher mache ich zu. So. Jetzt kann man hier dann nochmal schön umrühren. Kann man es wieder her mit ihrer milchigen Konsistenz, was weiß denn ich, wie kann ich das jetzt echt mit dem Auge abschätzen, ob das eine milchige Konsistenz ist? Also ich kann es nicht. Wer das kann, super gut, aber ich kann es nicht. Ich verlasse mich drauf, was mein Bauchgefühl sagt. Beziehungsweise ich probiere es dann einfach aus. Ja? So, jetzt haben wir hier da schon mal eine schöne Mischung. Dann haben wir hier eine schöne Harlan Stainback Evolution mit einer 0,2 mm Düse. Druck habe ich eingestellt im Moment. Standardmäßig 1,5 Bar Überdruck. Und jetzt werden wir hier mal versuchen zu schauen, ob es passt. Und jetzt muss ich natürlich schon meine Absaugung einschalten, weil ich jetzt hier ein bisschen lackieren möchte. Also schauen wir mal, ob der Ton dann noch was hergibt. Also probieren wir einfach mal aus. Die ganze Also mir gefällt es gut. Ich würde es jetzt mal einfach mal hier mal anwenden. Man kann es ja auch schon mal testen an der Innenseite von dem Flugzeug, weil das sieht man nachher eh nicht mehr. Ja. Super Gummi gut aus. Kann man hier gleich weitermachen. Wie gesagt, immer ganz vorsichtig, nur dünne Schichten. Dann schauen wieder ein bisschen. Ich glaube, der Rand hier, der wird auch in der Farbe sein.
Der ist, glaube ich, nicht in der Tarnfarbe. Dem her muss man das jetzt auch hier schon mal ein bisschen mitlackieren. Ja, ist eigentlich für das Teil schon fertig. Passt. So, jetzt kommen die anderen Teile noch dran. Natürlich immer schwierig zu sehen, wenn das Teil grau ist und die Farbe grau ist. Also es ist natürlich schon ein unterschiedliches Grau, aber trotzdem muss man ein bisschen hinschauen. Ich sag dann aufpassen, dass keine Teile davonfliegen beim Lackieren. Zwischendurch immer wieder Teile drehen, ein bisschen trocknen lassen, weil die Farbe trocknet ja sowieso. Im Handumdrehen ist die Farbe trocken. Ne? Dann sieht man eigentlich sofort gut, wo herrscht noch Bedarf und wo nicht. Tja, und das war es jetzt schon. Und wenn ich mir jetzt die Oberfläche anschaue, dann ist die makellos. Also sieht wirklich super aus, finde ich. Ich habe nicht grundiert, ich habe gar nichts vorher gemacht. Ich habe das nicht gewaschen, ich habe es nicht, gar nichts. Und ich finde, es schaut super aus. Also man muss nicht immer alles grundieren. Also es ist echt super so. Gefällt mir echt richtig gut. Und jetzt will ich erst einmal die Garn leer. Da habe ich so eine alte Flasche von einem, da war mal Dünger drin fürs Aquarium. Jetzt habe ich den leer. Und jetzt ist da tonnenweise Farbe übrig geblieben. Ja, weil das ist, wenn man normalerweise 1 zu 32 baut, dann ist das natürlich klar, dass man da mit den Dimensionen nicht ganz klar kommt. Und jetzt mischen wir uns das Ganze ein bisschen heller. Weiß.
natürlich auch wieder gut umrühren, vor allen Dingen Reis muss man gut umrühren. So, und jetzt lasse ich da einfach bloß mal ein paar Tropfen reintropfen. Nach den paar Tropfen rühre ich das ein bisschen um. Und jetzt vergleiche ich, wie die Farbe unten drin aussieht mit der Farbe am Rand, wo, wie es vorher ausgeschaut hat, wo ich ausgegossen habe. Und da erkennt man dann normalerweise ein bisschen einen Farbunterschied. In dem Fall ist mir das noch ein bisschen zu dunkel. Lass ich noch ein paar Tropfen reintropfen. So. Und jetzt können wir das mal ausprobieren. Muss man jetzt nicht unbedingt gleich wieder nochmal Verdünnung reintun, dann schauen wir einfach mal, ob das so noch funktioniert. Das waren ja eigentlich auch bloß ein paar Tropfen. Und da haben wir das jetzt vorher ausprobiert. Ja, ein bisschen heller ist es schon, es geht vielleicht noch ein bisschen mehr. Hier haben wir jetzt einfach da an der Stelle auch nochmal. Immer zwischendurch mal wieder trocken machen, dann sieht man das besser. Bei mir persönlich ist es noch nicht hell genug. Deswegen schütte ich jetzt das da noch mal wieder rein. Abputzen. Jetzt schießen wir wieder raus. Jetzt tröpfel ich da noch ein bisschen Weiß rein. So, jetzt probieren wir es nochmal. Ja, und jetzt sieht man ja schon einen Unterschied hier direkt. Ja, so gefällt mir das schon besser. Und da kann ich jetzt einzelne Paneelbereiche
ganz sensibel hier. Aufhellen. Ja, theoretisch wird schon noch mehr gehen, weil ich meine, das ist im Endeffekt das ist ein dunkles Cockpit. Wenn man da reinschaut, da sieht man eh nicht viel. Das geht eigentlich eh mehr um die Fotos, die man macht von der Seite. Solange es nicht zusammengebaut ist. Sehen wird man danach von dem her sowieso eh nicht mehr so viel. In den Bereichen jetzt natürlich schon ein bisschen mehr, da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben. Man sieht jetzt hier schon ein bisschen eine Farbnuance. Also es ist nicht so augenscheinlich, aber es ist einfach was da. Das Teil wird man sowieso nicht mehr sehen, da kann man auch wieder ein bisschen üben. Also man muss schon ganz genau hinsehen, bei dem brauchen wir es nicht machen, weil das wird ja beklebt, da kommt ja das Ätzteil drauf. Da sitzt vielleicht noch innen drin. Ein bisschen heller. Da kommt der Tunnel drauf. Mehr oder weniger alles ein bisschen zum Üben. Ist kaum merklich, und weil es kaum merklich ist, will ich noch ein bisschen weiter gehen. Ich will einfach nur ein bisschen mehr Helligkeit. Ja, wie man sieht, man kann sich da Schritt für Schritt ranarbeiten an die ganze Nummer, ohne dass man da gleich was kaputt macht. Und man macht sowieso nichts kaputt, man übt und lernt. Wenn es nichts ist, kann ich es einfach nur mal komplett überlackieren. So, dann mischen wir nochmal. Ich würde ein bisschen ausprobieren. Jetzt kann man sehen, jetzt wird es schon ein bisschen stärker, heller.
da sieht man das einmal auch ein bisschen besser. Und der Staub immer wegblasen. Die Sitzfläche kriegt auch ein bisschen mehr Helligkeit innen drin. Ja, und jetzt sieht man, jetzt hat das Ganze irgendwie schon ein bisschen mehr Tiefe, mehr Struktur. Irgendwie sieht es irgendwie besser aus. Also mir gefällt es besser. Ob es realistischer ist, weiß ich nicht, aber es gefällt mir auf jeden Fall besser. Mir gefällt es ganz gut so. Und weil ich natürlich jetzt hier viel noch von der Farbe habe, die ich ungern wegschütten möchte, weil man die vielleicht irgendwo anders mal nochmal brauchen könnte. Weil wir hier eben diese tollen Gläser da besorgt, das sind so Mini-Einmachgläser, die gibt es auch beim DM oder irgend sowas für 6er-Pack für hinterhergeworfen. Und da fülle ich das jetzt einfach mal rein. Und dann kann ich das vielleicht später nochmal wieder verwenden. Oder? Farbe machen wir wieder zu, immer gut, wenn wir die wieder zumachen. Sagt, das stecke ich jetzt einfach da rein, das ist weg. Hebt man sich wieder auf, wenn man wieder weiß lackiert, das Graue, stecke ich auch da rein. Ja, und das war es jetzt eigentlich schon mit diesen Teilen hier. Die haben wir jetzt wunderschön lackiert und können wir jetzt weiter bearbeiten in Form von verschiedene Nuancen noch herausarbeiten mit Washing, mit allem möglichen, aber erst müssen wir auch noch die Ätzteile anbringen. Und das ist das nächste, das wir machen.